Wir sind heute an der Evangelischen Schule für Sozialwesen in Bad Lausick, wo die Dresdner Band Banda Internationale verschiedene Workshops für die Schüler anbietet. Und wir begleiten für euch heute die Workshops des Instrumentenbaus und der globalen Zusammensetzung. Ich stehe jetzt hier mit Lea und Markus von Kinder- und Jugendheim und die machen heute ein Projekt bei der Kinderschule. Und da wollte ich als erstes mal fragen, was ich das eigentlich mache. Also wir beschäftigen uns mit dem Thema Zusammenleben, wie wollen wir in einer Gesellschaft zusammenleben. Und wollen das mit den Schülerinnen und Schülern auf verschiedenen Ebenen diskutieren, weil Zusammenleben gibt es ja jetzt nicht nur gesamtgesellschaftlich, sondern auch in der Schule, in der Familie, im Freundeskreis. Und da wird es einfach darum gehen, welche Werte und welche Vorstellungen haben wir gegenüber den anderen zusammen. Quasi ein gutes Zusammenleben in eurer Vorstellung, wie das umgesetzt werden kann. Genau. Habt ihr schon Gruppen gebildet? Okay. Dann hat schon die nächste Frage, was denn für Sie persönlich das Zusammenleben ist. Nein, Also für mich ist ein gutes Zusammenleben, also bei mir steht Respekt sehr an erster Stelle, weil man das auch als Überbegriff für viele andere Dinge nehmen sollte und dass man erstmal jeden Menschen gleich betrachtet, und zwar als Menschen. Und daraus resultieren dann ganz viele andere Eigenschaften auch. Dass man gut miteinander redet, dass man hilfsbereit ist. Ich bin jetzt auch gutes Zusammenleben, dass man halt verschiedener Meinung sein kann und aber auch besonders wichtig dann eben, dass es eine Streitkultur gibt. Das heißt, dass man einen Streit so gestalten, dass der zu was führt, dass alle Leute sich gehört fühlen, dass man am Ende auch sozusagen einen guten Weg findet, sozusagen die ganze verschiedene Meinung auszuhandeln. Okay, dann wäre jetzt die letzte Frage, was ihr denn selber für Erfahrungen habt. Ja. Gab es auch eine positive Situation schon, was Negatives, aber was gibt es da, das gibt es auch nicht. Also jetzt zum Beispiel in der Familie ist es immer wieder unterschiedlich. Also das ist auch, haben wir eben festgestellt, sehr altersabhängig. Wenn man jünger ist, gibt es öfter mal Stress mit irgendwie den Eltern oder den Geschwistern. Man ist vielleicht auch nicht ganz ehrlich zueinander, aber je älter man wird, desto besser und gesitteter wird das auch irgendwie. Und im Großen und Ganzen habe ich eigentlich immer nur viele positive Erfahrungen gemacht, so mit meinen Mitmenschen. Aber klar, wenn man es im größeren Kreis betrachtet, gibt es natürlich auch immer mehr. Okay, dann vielen Dank. Ich war sehr interessant. Ich glaube, das letzte Mal ich stehe jetzt hier neben Tillmann. Erstmal günstig, dass wir uns getroffen haben. Tillmann, meine erste Frage wäre, was hast du überhaupt gebaut? Eine wunderbare Flöte aus PVC-Rohr. Und das sieht eigentlich gut schon aus. Also Rohr und Klemmstückgröße. Alles klar. Dann meine nächste Frage wäre, wie hat denn dir der Kurs überhaupt gefallen? Aber eigentlich ganz witzig. Und ja, relativ einfach mit Basteln. Also. Leute haben gut angeleitet. War nicht viel Arbeit. Das ist 17 kleine Zuhörer, ja. Haben gut angeleitet, die Leute, und waren ganz nett, ja. Alles klar. Denkst du, dass du dieses Angebot später dann selber annehmen kannst? Ja, denke ich schon. Darf ich das vorhab, so eher in die Richtung Jugendarbeit zu gehen, lässt das, denke ich, ziemlich gut mit den Kindern machen. So, und dann die letzte Frage zum Abschluss. Würdest du den Kurs so anbringen? Ja, an sich schon, ja. Natürlich schön, man hat halt was in der Hand, was man mitnehmen kann. Man sieht, was man gemacht hat. Ja, genau, man hat ein Ergebnis. Ja. Okay, und würdest du auch der ganzen Schule sagen, mach das weiter, die allgemeine Band einzuladen? Ist das was der Schule weitergeht? Auf jeden Fall, also super gutes Ding. Also schon allein gegen Nazis ist natürlich immer gut. Und dieses Musikprojekt macht halt auch unglaublich Spaß, auch mit den Leuten, die sind super chillig. Vielen Dank, Kelly, für deine Meinung und dein Interview. Genau. Ja, 51,5, genau. Ja, 51.
und der letzte macht das und dann geht's wieder von vorne los. Achtung, wir fahren alle in dem Tempo in die Richtung. 1, 2, 3, 4, reich. Gehen. Gut. Nee, nicht gleichzeitig. Welt und du wärst mit Bub dran gewesen. Okay, fang du an mit reich. 1, 2, 3 und. Reich, den, Fut, Bus, den, ich stehe hier neben Toni. Toni baut Instrumente bei Kurs. Und meine erste Frage an dich wäre, wie hat dir der Kurs gefallen? Also ich fand Instrumente bei Kurs eigentlich ganz cool so, weil, also die Flöte klingt jetzt nicht unbedingt gut, so, aber das liegt halt an mir. Aber die haben das echt gut erklärt. Und ja, war ganz cool. Okay, Toni, dann wäre meine nächste Frage, warum du dich für diesen Kurs entschieden hast. Okay, gut, jetzt kann ich hier wirklich nicht ernst bleiben, weil das wirklich banal war, weil das der einzige Kurs war, wo noch Platz war. Tatsächlich. Gut. Also das war jetzt ein sehr praktisches Ding, eine musikalische Erziehung, das ist ja irgendwo ein wichtiger Bestandteil. Da wäre jetzt die nächste Frage, würdest du das in deinem Beruf später anwenden oder wie würdest du es anwenden? Also man kann es definitiv anwenden, jetzt nicht unbedingt mit... Also bei Grundschülern vielleicht, aber dann hast du auch zweite Klasse, wenn jetzt Bergen so richtig losgeht, wegen Segen und so. Aber man kann das definitiv bauen und das einbußen, das schafft ganz schön. Alles klar. Dann wäre die letzte Frage, würdest du diesen Kurs auch anderen Schülern empfehlen? Ja, eigentlich schon, definitiv. Der war wirklich gut. Und warum? Weil die Leute wirklich nett waren tatsächlich. Und an sich hat es wirklich Spaß gemacht. Und dann haben wir noch ein paar schöne Spielchen gespielt. Dann wird schade, dass es Wetter geworden, weil du gewonnen hast. Das ist gut. Klingt gut. Also, dann bedanken wir uns recht herzlich bei dir, Toni. Vielen Dank für das Interview. Ciao. Outtakes, wir kommen! Ja, als ob jetzt ein Auto kommt! Kommt jetzt schon ein Töner? Oder wie hast du jetzt warte. Was habt ihr gemacht? Oder? Hallo? Hallo? Ja, das kommt gut. Können wir entscheiden? Hey, die Linie muss mir doch auf der Augen sein! Hallo, Linie! Was für du komm einfach so in deine Tor! Ich hab's dir verstanden. Mach lauter. Brauchst du noch eine Minute oder was? Ja. Eine. Leo zwei. Hallo. Hey, drei Minuten waren es vor fünf. Heute in der evangelischen Schulwesen für Sozialwesen. Ich geb dir dann, du nimmst ihn da. Du musst nee. Doch, nee. Ich halte es nicht hin. Einfach immer so. Na doch. Na doch. Hält sie mal hin. Du darfst reinbeißen. Dann wird es dir gefallen. Du musst ja nicht so hier machen, wenn ich sage, mach einen Schwenker. Matze macht the Wave. The Wave. Erik, guck mal her. Oh, ja, 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 ja. Greift euch mal ein bisschen an den Arm. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Genau, cool. Wir können noch so. Oh, aber ich will nicht hinten sein. Das ist doch mit Kindern zu fallen. Ach klar, so die Wissen, wie ein Baby sein. Das sind sechs Klassen. Ich hab nie was gesagt. Ja, so. Okay, ich stehe jetzt hier neben Francesco. Bravo! Dann nimm da, oder? Oh, die läuft sogar noch. Komm, mach jetzt aus das Ding hier.